Es war einmal im antiken Persischen Reich ein junges jüdisches Mädchen namens Esther. Sie war bekannt für ihre Schönheit und Anmut. Als König Xerxes einen großen Wettbewerb veranstaltete, um eine neue Königin zu finden, wurde Esther aus vielen Kandidatinnen ausgewählt. Esther wurde die Königin, aber sie hielt ihre jüdische Identität geheim, wie es ihr Cousin Mordecai geraten hatte. Das Leben im Palast war luxuriös, aber die Gefahr lauerte in der Nähe. Haman, der Berater des Königs, trat ein. Erfüllt von Stolz forderte er, dass sich jeder vor ihm verneige. Als Mordechai sich weigerte, wurde Haman wütend. In seinem Zorn plante er, alle Juden im Reich zu vernichten. Mordechai erfuhr von Hamans bösem Plan und sandte eine Nachricht an Esther. Er drängte sie, mit dem König zu sprechen und ihr Volk zu retten. Esther zögerte, aus Angst um ihr Leben, da das ungebetene Näherkommen zum König den Tod bedeuten könnte. Aber Mordechai erinnerte Esther daran, dass sie vielleicht für eine solche Zeit in den Palast gekommen war. Nachdem sie tief durchgeatmet hatte, beschloss Esther zu handeln. Sie entschloss sich, den König anzusprechen und sagte, wenn ich umkomme, komme ich um. Esther lud König Xerxes und Haman zu einem Bankett ein. Beim Fest offenbarte sie ihre jüdische Identität und Hamans Plan gegen ihr Volk. Der König war wütend. In einer dramatischen Wendung der Ereignisse musste Haman die Konsequenzen seiner Taten tragen. Der König befahl, dass Haman bestraft werde und das jüdische Volk wurde gerettet. Esthers Tapferkeit und Glaube änderten das Schicksal ihres Volkes. Die Juden feierten ihre Befreiung mit Freude und Festmahl. Bis heute erinnern sie sich an Esthers Mut während des Festes des Purim. Die Geschichte von Königin Esther lehrt uns die Bedeutung von Mut, Glauben und dafür einzustehen, was richtig ist.